So, da bin ich auch wieder zurück. Willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Wir sind wieder in Sektor 7 angekommen. Und man sieht es halt eben schon, da oben, da geht es heiß her mit Explosionen, Sprengungen und viel Rumgeballer. Das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Nochmal kurz einen Blick zur Seite, nicht, dass hier irgendwie noch was liegt oder so. Nee, sieht gut aus. Ja. Diese Geistergeschichte fand ich jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Wir sind da! Ja, seltsam war sie. Und irgendwie ist auch gerade diese Ladesequenz ein bisschen eigenartig platziert. Irgendwie gefühlt so mitten in der Cutscene. So irgendwie strange. Aber egal. Uns erwarten große Ereignisse. Ich freue mich schon. Also stellt euch auf ein bisschen mehr Zeit ein. Ich mute mich auch, weil ich glaube nach der Cutscene... Ja. Okay, Tifa ist sauer und rennt einfach mal drauf los. Ja, Sektor 7, schnell mal hinterher. Dementor-Geschichte immer noch nicht so. Moment. Mit den Dingern war doch irgendwas. Irgendwas konnten die... Wir kämpfen so selten gegen die, dass ich echt mal nochmal analysieren muss. Verwende Magieattacken. Okay. Die komischen Geisterviecher finde ich nach wie vor seltsam. So, Magie. Es wird Zeit für... Probieren wir es an mit Feuer. So, da geht noch mehr. Weiter mit Magie. Feuer.
wenn du schon solche komischen Sachen machst. Ich weiß gerade nicht, auf wen ich die genau drauf haue. Aber irgendwie funktioniert es gerade. So, okay. Wir haben... Hä? Okay, das war jetzt seltsam. Einfach kommt so ein Geist um die Ecke gefliegt. Dann machen wir einfach... Na, komm. Okay, Tief hat ihre Magie gesetzt. Na komm, machen wir nochmal Feuer drauf. Geht doch. So, Cloud kann aber auch nochmal. Probieren wir es einmal mit Blitz. Reduziert. Oh. Ero. Ah, wir haben nicht mehr genügend Magie für den Spaß. Tiefer geht nicht mehr. Ja, komm. Ha. Hat gereicht anscheinend. Es sind so viele. Ich verstehe echt nicht, was das damit auf sich hat. Aeris. Gehen wir. Ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder eine Runde hinsetzen. Okay, Pfeiler in Gefahr. Moment. Na, schade, ich dachte, ich kann es kaputt machen. Los geht's. Wir müssen hier durch. Lass uns durch. Ah, nicht cool. Okay, den Pfeiler hoch. Jetzt wird's ernst. Ach toll. Ach ganz toll. Ach toll, eine Sackgasse oder was? Das war jetzt ein Scherz. Dachte, ich kann hier einfach hochspazieren. Nix ist. Ah, aber hier kann man sich zumindest mal ausruhen. Das ist wichtig. Erstmal eine Runde chillen. Boah, so gefällt mir das. Na gut. Nee, irgendwie müssen wir doch hier hochkommen. Moment, oder war das der falsche Weg? Hier ist auch nochmal irgendwie was. Nee. Irgendwie nicht. Na gut.
dachte, das wird der einfachere Teil. Aber irgendwie sieht mir das nicht so aus. Ach, ganz toll. Das ist doch echt zum Haare raufen. Können die nicht einfach aufgeben? Du sagst es, hab ordentlich was abbekommen. Verdammt, ich werd hier noch verrückt. Hoffentlich bleibt's weiter so. So. Ja, ich gehöre zur Avalanche. Nein, eigentlich gehöre ich nicht zur Avalanche. So. Magie. Blitz auf das MG gestützt. Das nervt mich am meisten. Kein Problem. So, wir haben schon lange nicht mehr. Solche coolen Moves gemacht. Einmal bitte Feuerer. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Aufräumarbeit. So viel zum Thema. Eigentlich wollte ich mich hier an der Stelle so ein bisschen besser ausrüsten. Keine große Sache. Aber mir wurde die Chance gar nicht gegeben. Das finde ich schon mal ein bisschen interessant. Aber dafür haben wir jetzt einen Supertrank. Das ist wenigstens etwas. Wir können zumindest hier mit Supertränken voll werfen. Damit wir zumindest nicht während zwischen den Kämpfen irgendwie anfangen zu krepieren. Noch mehr davon. Wow. Ja, damit komme ich durch. So, mit eurer Schocktherapie könnt ihr sonst was machen. Ich drücke euch jetzt mal ein bisschen Feuer in die Hand. Ah, hier ist noch eine Kiste. Dachtest du dir? Was ist? Angst? Na komm, mach nochmal einen Angriff. Einen habe ich. Einen hast du noch. Hast du schön gemacht. Jetzt stirb. Weiter geht's. Okay. Hier sind auf jeden Fall echt viele Shinra-Truppen unterwegs. Verständlicherweise. Oh. Moment. Einmal im Kreis gelaufen. Wo ist hier die Treppe? Muss hier nicht eine Treppe sein? Wir sind doch gerade eben von der... Ach, da ist die Treppe. Oh. Schon ganz schön ramponiert hier. Oh, nee. Ich werde. Die Bezahlung ist sicherlich gut. Danke. Jetzt fühle ich mich doch gleich besser. Eins noch. Der Helmchenhof, das Waisenhaus. In Sektor 5. Geh doch. Mal hin und sieh nach. Nichts da. Was machst du selbst? Magst wohl keine Kinder. Genau. Wo du selbst noch eins bist. Glück, Cloud.
Schicksal der Welt. Lastet auf dir. Ich komme zurück. Ich hoffe, ihm geht's gut. Er ist nur eingeschlafen. Na, ich bin jetzt ein bisschen sauer auf die Leute von Shinra. Wartet mal ab, bis ich bei euch da oben angekommen bin. Dann gibt's richtig auf die Kauleiste. Das könnt ihr mir glauben. Du liegst da genau richtig. Da gehörst du auch hin. Ich dachte mir schon, irgendwas ist hier. MP-Erholung. Ah, sehr gut. Combat-Hunt. Ach, die gibt's ja. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Die gibt es ja auch mit Flugzeugadapter. Ach. Weg mit euch. Na. Dich hat's aber auch schön erwischt. Zu Recht. Shinra Abschaum. So, Ether, das wollte ich nämlich eigentlich auch nutzen. Einmal für Cloud. Bling. Damit wir ein bisschen mehr MP wieder zur Verfügung haben. MP-Heilungsmakoniten. Genau, die regenerieren sozusagen unsere Magiepunkte nebenbei. Ah ja. Was war das denn? Steht da rum und dann kippt da einfach rum. Warte. Okay. Wird schon seine Richtigkeit haben. Wutai-Pack. Komm mir mal nicht mit so einem Kram an. Au, oh, ihr steht gerade so richtig schön perfekt. So, Magie, Feuer auf die Gardisten da drüben. Tschüss, ihr beiden. Oh, alle drei mit einem Schlag. Nice. Gibt's dafür Bonus-EP? Das wäre cool. Na, das sind einfach nur Pappschachteln, die bringen nichts. Hier geht's hoch. Wie sieht's denn bei mir gerade eigentlich aus mit den Lebenspunkten? Ja gut. 700 haben wir bisher verloren. Und da im Hintergrund sehen wir einfach den Hauptpfeiler von Midgar hochragen. Wie er schon fast höhnisch zu uns hinabschaut. Oder rüberschaut. Also der Widerstand hier ist gerade aktuell eher Good morning, Midgar! Du da von Avalanche! Wir wissen, dass ihr den Pfeiler in die Luft sprengen wollt! Wir von Shinra! Uns macht ihr keine Angst! Verzieht euch gefälligst vom Pfeiler! Jetzt! Na, wie war ich? Gut genug. Das ist doch... Super Soldat! Zeig, was du kannst!
Tut gar nicht mehr weh. Sorry. Ich muss nach oben. Unbedingt. Folg deiner Intuition. Aerith! In der Nähe ist eine Bar, der siebte Himmel. Dort wartet Marlene. Richtig? Keine Sorge. Ich werde sie finden. Hä? Bring sie zur Bar, okay? Überlass das mir. Kümmere du dich um die anderen. Siebter Himmel, wir kommen. Wedge, warte! Los, ihr müsst von hier fliehen! Oh krass, wir jetzt als Aerith? Okay. Wir müssen hier weg, durch, bevor es zu spät ist! Anders kommen wir nicht zum Wahlmarkt! Das ist neu. Schnauze, der Durchgang ist derzeit gesperrt! Öffnet das Tor! Wir müssen hier durch! Verzieht euch, wir haben unsere Befehle! Wedge! Ich bin noch echt zu nichts nütze. Das stimmt doch nicht, Wedge. Wir können immer noch viele Leute warnen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Glaubst du etwa, dass die Platte wirklich runterstürzen wird? Ich glaube fest daran, dass Tifa und die anderen es schaffen. Aber so eine schlechte Vorahnung habe ich trotzdem. Irgendwie komisch. Ja, ich auch. Deshalb müssen wir gut vorbereitet sein, damit wir später nichts bereuen und uns nichts vorwerfen. Und jetzt müssen wir tun, was wir können, oder? Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber ich will später nichts bereuen müssen. Wir müssen die Leute retten! Kapiert ihr? Hey du! Ich will später auch nichts bereuen müssen! Komm schon! Hier lang! Schnell! Hey, warte! Wedge! Zum siebten Himmel geht es hier lang, richtig? Geradeaus und dann auf der rechten Seite! Ich hole Marlene! Und ich bringe die Leute hier in Sicherheit! Los, okay. Schnell! Bringt euch in das Sicherheit! Das klingt ja nett. Die Platte stürzt ein! Ihr müsst hier weg! Flieht nach Sektor 5 oder 6! Da seid...
Ihr müsst schnell von hier fliehen! Und zwar weit weg! Hm? Warte mal! Weißt du irgendwas? Der Pfeiler ist doch intakt! Noch ist er es. Aber... Die Platte wird einstürzen. Ja. Das kann ich nicht glauben. Was haben diese Schweine nur vor? Euer Gemecker bringt uns jetzt nichts. Los, leitet die Evakuierung ein. Davor müssen wir erst die Fluchtwege sichern. Natürlich, natürlich. Na los, macht! Gehörst du auch zur Avalanche? Nur eine Freundin. Dann sag doch bitte Tifa, dass ich draußen auf sie warte. Oh wei. Los. Weiter geht's. Wir sind schon kurz davor. Da ist es. Seht mal. Oh nein. Das Ding stürzt ab. Oh wei. Glück im Unglück, aber trotzdem. Kein guter Moment für solche Spielchen. Okay. Der Weg funktioniert nicht. Wir müssen den anderen nehmen. Wo sollen wir denn nur hin? Dort vorne kommt man. Es muss doch irgendwo einen Weg geben. Ich meine, es gab mehr als einen Weg zum siebten Himmel. Na los, nun macht schon! Hier! Los, hier lang! Schnell! Da vorne! Ich bring dich hin! Doppelglück im Unglück! Gleich haben wir es geschafft! Los, Marlene ist in Sicherheit. Oder zumindest sieht so aus. Hey, gibt's in die Kiste? Was passiert denn nur, verdammt? Was war das für eine Explosion? Nein! Nur eine Sackgasse. Aber okay, wir schaffen das. Was passiert denn nun, verdammt? Ein bisschen flotter. Mädchen, du bist ziemlich schwer. Dir passiert nichts. Wir müssen so schnell wie möglich evakuieren. Das sollten wir besser auch. Ja, wir würden auch gerne schnell laufen. Dann schaffen wir es hier raus. Aber das Mädel ist zu schwer. Die kann nicht. Ich kann nicht so schnell. Hier geht es lang, Leute. Kommt schon, beeilt euch. Können Sie sich um sie kümmern? Ja. Betty! Wo bist du nur gewesen? Na, ein Glück. Wir haben doch nicht Marlene. Verdammt. Bitte, was passiert lass mich denn durch. Hier nur? Jetzt ist alles vorbei. Ich glaube, das war die Sackgasse hier, ne? Ach, fuck it. Okay, okay. Nee, doch nicht. Hier können wir wohl doch lang. Können wir nicht lang? Scheinbar können wir hier nicht lang. Moment, hier hat doch Jessie mal gewohnt. Damn it. Okay, dann da lang. Gleich geschafft. Mein Haus. Bist du lebend? Na los, komm. Beweg dich. Ach. Ja, noch einen verloren. Spart uns Zeit. Und bei euch? Ich melde mich wieder. Den Rest überlasse ich euch. Genug gerannt. Schluss damit. Gar nicht geil.
Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, dass die Turks der Meinung waren, Eris hinterherjagen zu müssen. Ich dachte gerade, die Minimap wäre weg. Wir sind da. Ausgezeichnet. Marlene, halt durch, ich komme. War es zu spannend, um hier einen Cut zu machen? Ich lasse das einfach mal. Ich höre sie. Hier drüben. Da ist sie. Du bist Marlene, stimmt's? Wer bist du? Ich bin eine Freundin von Tifa. Und wo ist Tifa? Die ist gerade mit Cloud unterwegs. Papa auch? Barrett, oder? Ja, der auch. Kommt er nicht nach Hause? Nein. Deshalb bin ich jetzt hier. Ich bleib bei dir. Tifa hat mich darum gebeten. Oh. Aber hier ist es gefährlich. Ich bring dich hier raus. Zerstören Sie die Bar? Das ist unser Zuhause. Das ist schlimm. Aber Zuhause ist, wo die Familie ist, nicht? Gehen wir? Duftest ja so. Ja? Ja, den Geruch kenne ich. Vergiss es nicht. Na komm. Ich bring dich zu meinem Haus. Da habe ich ganz viele Blumen gepflanzt. Darf ich auch welche pflanzen? Natürlich. Was sind denn deine Lieblingsblumen? Mal überlegen. Okay, hier mache ich jetzt aber einen Cut. Denn ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mach noch ein bisschen. Aber Dankeschön schon mal fürs Zuschauen. Bis gleich bald, demnächst, irgendwann.